So, willkommen zurück. Wir sind wieder bei Let's Play SimCity. Wir starten auch mal direkt. Und ja, wir sind noch in meiner Stadt. Und letzte Folge wurden die Solarmodule endlich freigeschaltet, die neuen. Da kümmere ich mich jetzt auch mal gleich drum. Ja, es macht kräftig ausbauen genau. Hier. Wofür haben wir die Forschung sonst gemacht? Die ganzen Module wegreißen. Und stattdessen baue ich jetzt diese wunderbaren, niedlichen kleinen Teile hin. Warum ist das Große in der Mitte nicht auch noch weg? Geht das? Ja klar geht das. Wenn du den anderen wegreißen, kannst du den auch wegreißen. Super schön. Guck mal, jetzt passt das viel besser hier hin. Ne? Ja. So. Dann reiße ich auch mal... Ja, jetzt reiße ich auch erstmal das Kohlekraftwerk. Ist jetzt immer noch genug Strom, wenn du das wegreißt. Guck mal. Das lässt sich ja schön verbinden. Nee. Nee, hab ich nicht. Dann baue ich einfach noch mehr dahin von meinen wunderschönen Solarmodulen. Die sind wirklich schön. Oh, halt erstmal an. Es geht irgendwie gerade noch nicht hoch. Doch, jetzt 22. Sind die nicht schön? Null. Du kaufst noch einen. Guck mal, wie viel Platzgewinn du dadurch hast, so dass eins noch reicht. So. Wolltest du nicht erstmal versuchen, diesen komische Backhochhaus da hinten wegzubekommen? Ja, gleich. Ich will mich nur eben erst darum kümmern. Eieieiei. Minus aber, 135 hast du, ne? Ja, aber das dürfte sich ja gleich tun, wenn das hier gleich läuft. Ist aber nachts, glaube ich, oder? Nee, läuft eine Batterie. Achso, deswegen. Ja, da müssen die jetzt mal kurz durch. Ja, dann machen hier wir haben wir dieses das Backhochhaus. Wunderschöne Backhochhaus. Das schauen wir uns mal näher an. Machen wir ein bisschen langsamer. Ne? Moment, machen wir mal ein bisschen langsamer. Also eigentlich sind es zwei sogar, weil das... Genau, da ist eins. Und da ist auch eins. Das ist eigentlich cool. So kann man doch auf in einer kleinen Stadt noch mehr Platz haben, indem man einfach mehrere Hochhäuser übereinander baut. Genau. Sehr intelligent. Soll ich es trotzdem mal abreißen? Ja, vor allem musst du, bevor du es abreißt, erstmal die Gebiete wegmachen, sonst kommt da gleich das nächste hin. Gut, dann machen wir das. So, Gebiete weg. Weg! Weg! Gebüsch! Ich glaube, das war noch ein kleines Häuschen da vorne. Ja, vermutlich. So. Jetzt mal gucken, ob man das jetzt vernünftig zuweisen kann. Ja, ich glaube, jetzt dürfte es funktionieren, ne? Ja. Letztes Mal konnten wir da ja nicht richtig zuweisen. Naja, es hat halt alles so, so gerne mal seine Bugs, ne? So is it by SimCity. Das wunderschöne Backspiel. Na, das Gebäude reißen wir mal ab. So. Jetzt höre ich aber selber kaum was. Jetzt muss ich mir das erstmal laut machen. So. Schön. Herrlich. So, was haben wir denn hier? Oh, oh, oh. Ich glaube, du brauchst einen zweiten Verbrennungsturm. Ja, das glaube ich auch. Ich habe ja Solarenergie, dann ist das schon grün genug. Nee. Sonst läuft hier alles. Eine Alternative zur Müllverbrennung wäre auch nochmal cool, ne? Oh, oh, oh. Jetzt wäre doch endlich. Weißt du, so irgendwas, das ist halt nicht verbrennt. Ich meine, natürlich, man kann nicht alles so 100% recyceln, aber... Wie gesagt, ich bin dafür, aus Scheiße Gold zu machen. Einfach mal alles in Gold umwandeln, das wäre so lustig. Hm. So, jetzt spule ich das mal ein bisschen vor, weil ich gleich die übelsten Stromprobleme kriege, weil es blinkt hier schon. In den nächsten paar Minuten wird das vermutlich auch noch rot werden. Dann werden alle Landegebäude abgeschaltet. Ich dachte gerade schon. Dachtest du, es geht wieder los? Ja, ich dachte, es geht schon wieder jetzt auf den Berg. Oh, oh, oh. Ja, das ist ja eh nachts, da geht eh keiner hin. Siehst du, jetzt ist es schon alle Gebäude. Aber es ist ja 1 Uhr. Ja, der Mond erleuchtet schon mal leicht den Boden. Oh, ist das romantisch. Schön. Naja, dafür baue ich mal hier die Straßen ein bisschen aus. Kann nicht schaden. So. So. Und da auch. Dann können die immer ein bisschen was machen. Und können besser fahren. Und wie schön sie trotzdem immer noch teilweise im Kreis waren. Ups. Man beachte, wir haben 3.16 Uhr. Ja. Ja. Dort ist ganz schön was los hier.
Deck macht neu. Natürlich. Dem hier ja jetzt gerade eh nichts mehr funktioniert. Die fahren schon irgendwie dolle Umwege zum Teil. Aber nun gut. Ja, man kann ja nicht alles haben. Nee. So, jetzt wird's endlich wieder hell und ich kriege Sonnenlicht. Sonnenlicht. Er braucht Kaffee. Ja. Kenne ich irgendwoher. So, guck du, schickst mir keinen Strom. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, du hast wahrscheinlich genug jetzt. Oh ja. Oh, oh ja. Ja. Aber, weiß nicht, du kannst auch wieder was abschalten davon. Dann verschwendest du die Kohle nicht so. Ja. 30, 60. Du kannst noch welche abschalten. 90. Noch eins. So, dann hast du noch ein bisschen Puffer. Ein bisschen Überschuss. Aber dafür sind ja auch erstmal vier abgeschaltet. Musst du nur dran denken, wenn der Strom mal wieder knapp wird, dass du nur die Module aktivieren musst und keine neuen baust. Da werde ich schon dran denken. Guck mal, wie die sich jetzt allmählich ein wenig freuen, weil sie endlich wieder Strom kriegen. Genau. Aber da hast du sofort überall mit die Kacke am Dampfen, ne? Ja. Fängt halt alles mit Strom zusammen. Das ist halt so, wenn du irgendwo bist und die EDV geht nicht mehr oder noch schlimmer, der Strom geht nicht mehr, dann geht gleich die Welt um, dann läuft gar nichts mehr. Tja. Sind halt sehr abhängig. Naja. So. Das ist eine normale Feuerwehr, ne? Ja, aber hier wird jetzt noch einen dazu gebaut. Wie schaut's denn aus bei der Gesundheit? Ja, ohne Strom, ne? Oh, hier sind ganz viele. Ja, die mussten alle raus, weil kein Strom. Aber gut, müsste ja gleich wieder da sein. Genau. Da kommt schon erst der Erste wieder. Das reicht auch noch völlig, obwohl das so eine kleine Klinik nur ist. Ja, eine große ist eigentlich in den meisten Fällen unnötig. Kostet nur Geld. So, einen Flügel sperre ich mal. Ich brauche da ja nicht gerade 70 Plätze drin, ne? Hier ist immer noch alles schön am Blinken. Industrie wird schön ausgebaut. Hightech. Hightech. Obwohl wir jetzt zwei Industriestädte haben, haben wir immer noch eine riesige regionale Nachfrage nach Industrie. Ja. Komisch. Gemisch, gemisch. Wie kommt das denn sein? Das kann doch gar nicht sein. So. Ach, da ist aber immer noch Überschuss. Warum? Wo sind die denn so? Das war das die Kläranlage? Nee, das ist mein Wasser. Ja gut, vielleicht weil das über Nacht aus war, wegen Strommangel. Ja, das kann gut sein. Jetzt muss das nur wieder alles gut verfolgt werden. Ja, es ist hier da oben. Das ist alles Strommangel. Alle leer gelaufen. Mhm. Das wird gleich alles gut. Dann immer wirklich sofort die Kacke am Dampfen. Das ist sehr lustig. Yay, guck mal. Es steht nicht auf dem Berg. Ja, kein Backhochhaus mehr. Sehr schön. Bin ja stolz drauf. Ein paar kaputte Hause. Brand, Brand. Keine Leben. Brand. Verletzung. Siehst du, alles nur wegen deinem Strom. Viele Keime, fehlender Strom, zu viel Abwasser. Da oben rechts in der Ecke ist noch eins, hinter dem Hochhaus. Ja. Musst du mal die Kamera drehen. Oder auch nicht. Verbrecher. Da macht das doch halt nicht. Noch ein verlassenes Gebäude. Jetzt könnt ihr euch aber auch langsam mal wieder ein bisschen beruhigen, ne? Der Strom ist wieder da. Mann, Mann, Mann. Hauptsache mal gemeckert. So sind sie Opa, doch. Opa. Was hat denn der? Ja, tu mich auf. 10 weitere Verbrecher, das schaffen wir doch in 5 Minuten. Ja, aber trotzdem, ich soll ja noch ein weiteres erzählen. Achso, ja, dann will ich das aber wegmachen. Was soll denn der Blödsinn? Hier ist doch alles gut. Guck, da stehen sogar noch zwei Autos. Ein Verbrechen am Tag. Also, bitte. Guck mal hier, das Park and Ride lohnt sich sogar, was wir dahin verfrachtet haben. Ja. 1068 am Tag. Kann ich schon fast ein zweites noch dazu machen. Oh, wie viele da warten. Ja, wegen dem Bus, ne? Wenn der Bus mal kommen würde. Ich glaube, ich habe nämlich auch ganz schön mit dem Bus 51 Minuten Wartezeit, aber die fahren halt wieder im Rudel, ne? Da kannst du noch mehr Busse bauen, das bringt auch nichts. Das ist verbuggt. Naja, das lässt sich halt einfach nicht regeln. Nee.
Guck hier auch. Das ist auch irgendwie nicht so ganz Minuten. Richtig, oder? Bei 1000, bei 17.000 Passagieren. Weiß nicht, ja, aber vor allem auf so einem Boot. Das kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich habe 3 Fährhäfen, also mal irgendwann hört es auch auf, ne? Ja, bei 63.000. Aber okay, die meisten Arbeiter kommen ja aus den anderen Städten, ne? Oh, da wird der Strom schon gebraucht. So. Dann lieber mal 2 an. Mhm. So, was hast du denn? Was möchtest du denn von mir? Ach, du möchtest ein Recyclingzentrum. Hast du das noch nicht? Nein. Ja, dann mach das so. Kannst du mit Geld verdienen. Ja, es kostet mich aber auch ganz schön viel. Du hast es. Was hast du denn? Mangel an Arbeitern? Jetzt sind es ja noch mehr geworden. Reiche. Warum brauche ich denn so viele Reiche? Hast du Arbeitslose? Nee, gar nicht. Gar nicht. Dann willst du hier noch Reiche ansiedeln? Würde ich gerne machen, aber so ganz viel Platz ist auch nicht. Ja, dann was hältst du davon, wenn du mal eine neue Stadt gründest, wo du ein paar reiche Sims ansiedelst? Vielleicht nur reiche Sims, die hier hinpendeln zum Arbeiten. Das könnten wir eigentlich in der nächsten Folge mal machen. Dass wir das dann starten. Was kann ich denn noch für ein Forschungsprojekt machen? So eine Anlage brauchen wir hier nicht. Was wollen wir denn überhaupt mal für ein Großprojekt machen? Internationaler Flughafen wäre ein bisschen sinnlos erstmal, ne? Ja, das ist eh die Frage, ob das überhaupt funktioniert dann mit dem Bau, ne? Großbauprojekte. Guck mal, ich kann einen thermischen Reaktor der 2. Generation machen. Guck mal noch weiter, bitte. Das ist dieser Brutreaktor. Kohle, nee. Brauchen wir auch nicht wirklich. Was hältst du vom Raumfahrtzentrum? Ja, das wäre lustig, ne? Mhm. Ingenieursuni. War ich dafür erst. Du brauchst ein paar mehr Studenten. Du kriegst mehr Studenten vielleicht hin, wenn du noch einen Wohnflügel und Wohnheim willst. Ich weiß, ich habe jetzt nicht beobachtet, wie es mit dem Verkehr bei dir aussieht, aber vielleicht bringt das den entscheidenden. So. Jo, vielleicht bringt's denn ja was. Schön wär's ja. Siehst du, geht sofort. Da hast du auch noch so ein bisschen Flecken, wo keine Schulbusse sind, ne? Dum. Wosch. Fein machst du das. Super, ne? Dum. Dum. Nee, ihr dürft auch lernen. Lernen! Lernen ist super! Ich stehe auf Lernen. Du gehst auch zur Uni. Ja, da muss man auch schon hardcore für sein. Da muss man Lernen wirklich ganz toll finden. Zumindest wenn man es ernst meint mit der Uni. Man kann natürlich auch zur Uni gehen, um Party zu machen. Oder um die Frau fürs Leben zu finden. Oder umgekehrt. So wie wir das am Anfang gesagt gekriegt haben von der Uni. Lernen Sie neue Leute kennen. Lernen Sie die Liebe Ihres Lebens kennen. Kriegen Sie Kinder. Sie sind auf der Uni. Super. Super. Das ist ein Stau. Stauschau auf der Reeperbahn. Aber nie. Ich verstehe gar nicht, warum. Warum? Weil da nur so wenig drüber kommen, ne? Ich stopp das Ganze mal und reiß da mal ein bisschen was weg. Jetzt ausbauen, die Straße. Jo. Das ist aber radikal hier. Ja, manchmal muss das sein. Gnarf, ein Park steht im Weg. Park, ich bitte dich. Ein Park. 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 Hm.
Das ist kompliziert. Da vorne kommt so eine dicke Straße, da würde ich es doch drauf münden lassen. Ja, dafür mache ich aber diese Straße hier weg. Fahren die da auch nicht mehr lang? Guck mal, hier steht auch was auf dem Bergchen so halb. Ja, nicht mehr lange. Da ist eine Straße. Juhu, ein fliegendes Haus. Das war sexy. Das war schön. Jo. Jo. Jo, 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 jo. Guck mal, da ist ein Park mitten auf der Straße. Auch ein Gebäude. Oh ja. Ja, ihr kriegt ja ein neues. Kriegt ja einen neuen Park hin. Irgendwie so ein oder so. Tada! Sehr schön. So, jetzt meinst du, jetzt ist der Verkehr wieder gut. Naja, zumindest könnte er etwas entlasteter sein. Denke ich. Ich weiß es natürlich nicht. Vielleicht sollte ich hier auch nochmal eine dicke Straße lang machen. Hier so. Ich würde einfach noch ein paar Straßen runterziehen, dass sie von da oben auch mehr drauf kommen. Dann geht das nicht so über die eine nur. So zum Beispiel. Ja, ungefähr so. Und dann würde ich erstmal gucken, wie es läuft. Wie sieht es denn jetzt hier mit den Gebieten aus? Schlecht. Sehr schlecht. Da hätte ich Industrie genommen. Aber ist ja dein Ding. Ja. Ja, ist ja recht. So. So. Jetzt machen wir wieder weiter. Baut, meine Schäfchen, baut. Ich glaube, der Verkehr läuft erstmal besser. Ja, zumindest kommen sie jetzt besser durch. Da verstauen sie sich jetzt da hinten. Eieieiei. Ja, es geht noch. Es wollen auch verdammt viele rein hier in meine Stadt. Ja, das sind halt die Berufspendler, ne? Mhm. Wenn du noch die Reichen kriegst, wird es noch mehr. Dann stehen demnächst lauter Limousinen auf der Autobahn. Sehr schön. Guck, hier wollen noch mehr. Die Straße muss ich, glaube ich, ausbauen. Das mache ich doch mal direkt. Dann passieren wir noch mal. Ja, das wäre gut, wenn da auch noch eine dicke Straße ist. Ja, deswegen ja. Eine dicke Straße. Machen Sachen. Was machst du da? Die auch noch kurz Nein, wegmachen. Nein, lass doch da. Ja, aber dann habe ich keine Querstraße zumindest da. Nee, würde ich so lassen. Ja, gut. Da ist noch ein Gebäude kann ich noch abreißen. Doch. Ja, schlecht ausgebildete Mitarbeiter, das würde ich ja, auch. Aber als so eine dicke Straße hat, sieht es auch doof aus. Ich sage jetzt extra doof, damit wir nicht wieder so eine Fäkalsprache entwickeln wie in der letzten Folge. Das ist aber doof. Nee, finde ich gut. Alles im grünen Bereich. Geht eigentlich. Ich weiß, ihr habt. Auch wenn mir diese verzerrte Straße zu deinem Bahnhof immer noch nicht gefällt. Aber nun gut. Pah! Ist ja nur keine Ahnung, was schön ist. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Mhm. Du hast kein Auge für Schönheit. Ja, ich hab dich gefunden. Da siehst du ja, wie das geklappt hat. Und? Hast du mehr? So ein bisschen, ne? Vielleicht? Vielleicht klappt es so nichts. Los! Aber man kriegt immer noch keine Studenten außer die Bildung. Das ist gut. Ja, das ist sehr seltsam. Weil deine ja eigentlich auch eine allgemeine Hochschule haben, ne? Mhm. Wo es ja dann eigentlich gehen müsste. Guck mal, jetzt geht's wieder. Da klappen die Berechnungen auf den SimCity-Servern wohl nicht so ganz. Nein, das funktioniert. SimCity ist unfehlbar. Unfehlbar? Unfehlbar, ja.
So, guck hier, alle zufrieden bei der Hottentotten. Was habt ihr denn da oben? Was Stau. Ist denn da so? Der, ja, der staut sich aber nach links. Ja, da kannst du ausbauen. Ja. Aber das geht da mehr nach oben in Richtung Norden jetzt, wenn das Norden ist. Okay, sind wieder die Busse als Rudeltiere unterwegs? Ja. Wenn denn mal das Update 2.0 kommt. Wenn. Aber nun gut. Ja, es ist wahrscheinlich nicht durch die Qualitätssicherung gekommen. Hier waren wahrscheinlich mehr Bugs drin als vorher. Ah. Wir müssen dann warten wir lieber noch. So. Aber nun gut, gut Ding will Weile haben. Ja, ja. So in 3 Jahren läuft das Spiel bestimmt. Ja, aber nicht mehr dieser Teil, dann gibt's schon den nächsten SimCity-Teil. Aber das sollte denen hoffentlich mal eine Lehre sein, dass das dann nicht ganz so... Guck mal, ey, die haben hier ein Fahrauffahrkommen, doch? Ja, das ist wieder so... Hast du den Murkelkrau, Das ist ja diesmal nicht Lilly, das ist ja diesmal Louis, der da rummose. Ja. Sitzt wahrscheinlich in der Küche und will wieder beim Fressen gestreichelt werden. Darauf, da steht er drauf. Ja, der kleine Perversling. So, na, ich glaube, dann werden wir den mal Abhilfe schaffen und jetzt erstmal eine Pause hier einlegen. Genau. Die Katze streicheln. Und wir wollten in der nächsten Folge dann mir mal eine neue Stadt errichten, damit ich da vielleicht noch ein paar Reiche ansiedeln kann, damit die eventuell in meine Stadt kommen. Ja. Eventuell, wenn sie Lust haben. Vielleicht aber auch nicht. Mal sehen. Genau. Na gut, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.